Da geht's ja lecker, Marsch, da geht's halt auch. Downhill Line. Experts only. Flow Trail. Jump Line. Schon langsam verstehe ich, glaube ich, warum die Leute gern da herkommen. Uiuiui. Grüß euch Gott zu einer neuen Folge von Improve Yourself. Ich bin nicht ganz fit. Wenn man hört, ich bin nicht ganz fit. Wir sind heute in St. Corona am Wechsel unterwegs, auf die Wechseltrails. Und das hat einen bestimmten Grund, warum ich heute da bin. Weil ich habe eigentlich eine Videoproduktion in der Nähe gehabt mit dem Felix, mit dem Steinreiber. Und da darf ich euch leider nicht zu viel herzagen, weil da haben wir richtig geile Shots gemacht. Vielleicht kann ich ein, zwei Behind-the-Scenes-Sequenzen einspielen. Und ja, ich habe mich dann halt dazu entschieden, nur spontan bei den Wechseltrails vorbeizuschauen, weil es nur eine Stunde vom Shooting-Spot entfernt war. Und ja, ich stehe jetzt da beim Eingang und würde sagen, wir schauen uns heute den ganzen Spaß einmal an. Ich habe brutal viel Positives über das Ganze gehört. Und ja, ich hoffe, ich finde heute wieder mal eine Challenge, wo ich mich im Radfahren verbessern kann. Auf geht's! So, lala. Wir starten mal gemütlich, da die sagen, mit dem Flowtrail rein. Bin gespannt, wie ich mich heute am Bike auch fühle nach dem anstrengenden Tag gestern. Aber ja. Wow, wo ist denn der hingehört? Spaßig. Alter, da geht's ja ab. Also Anleger pfeifen schon mal. Ja, zum Warmwerden schon mal ganz geil. Und richtig fein beieinander. Servus. Alles gut? Das hat sich noch hier kurz hingesetzt. Okay. Ah, oh, geil. Da drüben ist, glaube ich, der Single Trail, wo der Start Drop da ist. Schaut auch schon mal ganz geil aus. Leider ist es brutal windig heute. Also es sind echt unten, wo jetzt keine Bäume sind, harte Windböen teilweise drin. Und ich hoffe, man merkt es bei den Jumps nicht zu hart. Alter, ist das steil. So weit, so gut. Aber beim nächsten Run sollen wir die Wechseltrails einmal so richtig zeigen, was sie drauf haben. Nach der kleinen Warm-up-Runde, da die sagen, wir schauen uns mal die Jumpline an. Schauen wir uns mal an. Mit die Speed und so. Okay. Boah, Wind merkt man schon ein bisschen. Aber Alter, ist der krank. Boah, scheiß Wind. Scheiß Wind. Ich schwör, gar nicht so funny. Oh. Oh. Alter! Scheiße, ist das krank gebaut. Jumpline Shepard, Alter. Alrighty, Alter. Also Jumpline ist ja insane.
Brutal, wie geil ist denn der Bau da? Das gibt's ja gar nicht. Wie viel Spaß haben wir denn da? Der Spring, der kannst gefühlt eigentlich kein einziges überschießen. Das größte Ding heute ist einfach der Wind, der beschissene. Alter, ich habe sicher 3-4 Jumps gehabt, wo ich richtig gemerkt habe, wie der Wind reinfährt. Schon langsam verstehe ich, glaube ich, warum die Leute gern da herkommen und warum sie das rentiert, die lange Fahrt auf sich zu nehmen. Beim zweiten Run auf der Jumpline habe ich mir immer noch nicht traut, voll aufs Gas zu steigen, weil der Wind für meine Skills einfach ein bisschen ein ungutes Gefühl erzeugt hat. Es ist zu windig da. Trotzdem muss ich sagen, ich habe mich selten so sicher gefühlt auf einer Jumpline mit so viel Airtime. Leck mich Marsch! Die sind teilweise echt mit viel Speed, muss ich sagen. Der leckt wieder. Yes. So mag er das. Was für Leine. Okay, wir sind wieder herum angekommen. So wirkliche Challenge habe ich für den heutigen Tag noch nicht gefunden. Alle, die meinen Kanal verfolgen, die wissen ja, dass bei Improve Yourself immer darum geht, vielleicht nicht eine Challenge an einem Tag zu finden, um sie zu verbessern oder seine Leistung zu steigern. Aber da habe ich bis jetzt noch nichts gefunden, bis ich vielleicht draufgekommen bin, dass die heutige Leistungssteigerung das da sein kann. Da haben wir eine schwarze Downhill-Line. Ich glaube, dass die echt nicht ohne ist. Das ist mein heutiges Goal, dass ich da einfach die Line fahre. Muss gar nicht unbedingt so gut sein, weil ich muss sagen, von dem Technischen habe ich ein bisschen Schiss immer. Und ja, wenn ich da eine drop, bin ich schon happy eigentlich mit dem heutigen Tag. So, da eine in die Downhill-Line. Da leck mich am Arsch. Ich bin grundsätzlich nicht so ein Schisser, aber wenn man allein vor so einem Drop-In steht und man nicht weiß, was auf einen zukommt, fühlt sich das Ganze einfach ein bisschen komisch an. Gleichzeitig ist es mega hilfreich, wenn man sich selber pushen muss und man nicht nur in einen Trail reinfährt, weil der Kollege reinfährt, der einen schon kennt. Geht eigentlich gut. Da war der Storch. Irre. Das ist ziemlich krank, der Sprung. Wahrscheinlich schaut er auf Video wieder viel kleiner aus. Schaut aus wie ein winziger Storch. Aber wenn du den verkackst, dann hast du ganz schön Stress. So, jetzt kommt er. Die Anfahrt ist auch ein bisschen sketchy, aber ist echt ein geiler. 3 Meter Sprung oder so. Alter! Uiui! Jawohl, da sind wir wieder dabei. Ja, krank, Alter. Aber die macht eh Bock, muss ich sagen. Auch wenn ich es gerade
durchrudeln, als wäre ein kompletter Fußbacko. Das ist schon ziemlich geil. Ja, ich verstehe warum. Auf Camper. Es hat schon mal gezündet. Alright, schauen wir uns mal einen Single Trail an. Das ist der, was ins Nord geht. Der Single Trail ist dann noch ein bisschen zu einer Herausforderung geworden, weil ich ein paar Orientierungsprobleme gehabt habe. Da kommen wir wieder aus, der Edeltechniker. Da geht's. Ja, lecker, Marsch, da geht's nicht hoch. Das habe ich jetzt aber nicht gesehen, gell? Der obere Teil vom Trail ist wirklich schwierig zum Smooth durchkommen, aber unten wird es dann extrem lässig. Da fängt die Gaudi an, oder? Ja. Sorry. Flow Trail. Jumpline. Wo ist der Single Trail? Da oben ist der Single Trail. Servus. Drop. Schauen wir uns ein bisschen an, oder? Drop, wo geht der hin? Also, sehr nice. Boah, wo hier? Da her. Slow, wieso? Uphill Flow Trail, na lecker, sicher nicht. Ich bin ja nicht Banane. Ich bin in einem Bikepark. Ah, Single Trail End. Sodala. Jetzt fahren wir noch mal eine Runde Downhill Line, weil vor der Jumpline fahren wärst du halt auch nicht besser im technischen Fahren. Einmal gib es mir noch. Okay, auch wenn es heute ein bisschen mehr um ein Bikepark durchgegangen ist, habe ich so einiges dazugelernt. Erstens, ich bin noch nie so große Sprünge am Enduro gefahren. Zweitens, habe ich mich allein dazu überwinden können, die Downhill-Strecke ein paar Mal zu fahren. Und drittens, kann ich einen neuen Bikepark von meiner Hitlist streichen. Somit kann ich sagen, ich fahre sicher nicht mit leeren Händen heim. Downhill-Track completed. Außerdem habe ich herausgefunden, dass die Wechseltrails wirklich einen Biketrip wert sind. Die mega saubere Instandhaltung des Parks und die super einladende Living Area ganz unten sorgen dafür, dass du sicher einen richtig geilen Biketalk home wärst. Oh,
Alrighty, Jungs und Mädels, das war's von der heutigen Episode von Improve Yourself. Es war mega geil da bei den Wechseltrails, also das hat sich wirklich bestätigt, das was die Leute euch erzählt haben, dass da ziemlich nice ist, dass man das unbedingt einmal sehen muss. Und ja, leider ist nicht so wirklich eine Challenge heute hergegangen, aber ich darf mal sagen, es sind alles so kleine Geschichten gewesen, wo ich mich ein bisschen verbessern habe können. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, dann lasst mir bitte ein Like da, damit wir das ganze Format ein bisschen pushen. Schreibt es gerne in die Kommentare, was euch taugt hat und was nicht. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächsten Mittwoch bei einer neuen Episode. Bis bald und habe die Ehre. Ciao.